Guten Morgen, liebe Geschwister, guten Morgen, liebe Gäste. Heute kommen wir zum vierten Teil unserer Serie mit Barnabas unterwegs. Interessanterweise konnte ich heute Morgen in meiner täglichen Andacht, ich lese ein Andachtsbuch von Wilhelm Busch, eine Geschichte von ihm lesen, die, wie ich finde, sehr gut zu unserem Thema heute passt. Nämlich jemandem eine zweite Chance geben, sich jemandem noch einmal zuwenden. Oder vielleicht ihm auch eine dritte und vierte Chance geben. Der Wilhelm Busch, der hatte in seiner Gymnasialzeit einen Französischlehrer, den die ganze Klasse schätzte und er auch. Trotzdem, so berichtet er, spielt er ihm einen bösen Streich. Und der Lehrer ist sehr gekränkt. Wilhelm Busch kann sich nicht mehr erinnern, warum er das getan hat. Er schreibt, vielleicht hatte ich ein böses Herz. Jedenfalls bestraft ihn der Lehrer damit, dass er Wilhelm Busch einfach nicht mehr beachtet. Er spricht nicht mehr mit Wilhelm, er fragt ihn nicht mehr, er schaut ihn nicht mehr an, er korrigiert seine Arbeitshefte nicht mehr. Und Wilhelm Busch kommt nur ganz schwer damit klar. Und nach 2 Tagen hält er es nicht mehr aus. Er geht zu diesem Lehrer hin und sagt, tun Sie mit mir, was Sie wollen, aber bitte wenden Sie sich mir wieder zu. Wenden Sie sich mir bitte wieder zu. Und so ist das mit uns Menschen, wenn wir Fehler gemacht haben. Wir brauchen Zuwendung, wir brauchen Trost, wir brauchen Ermahnung und Ermunterung. Wir brauchen jemanden, der uns dann auffängt. Und davon handelt auch unsere Geschichte, die wir uns heute etwas näher anschauen, mit Barnabas, mit Markus und mit dem Apostel Paulus. Der Barnabas wird ja in der Bibel Sohn des Trostes genannt von den Aposteln. Und das war er auch. Er war ein Sohn des Trostes. Er kümmerte sich um andere Menschen. Er verkaufte seinen Acker, machte ihn zu Geld und legte dieses zu den Füßen der Apostel in Jerusalem. Und er zeigt damit, ich möchte mein ganzes Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus setzen. Und damit wird er auch frei, ihm zu dienen. Und als der Saulus sich dann bekehrt hat, wir lesen das in Apostelgeschichte 9, da versucht der Saulus, Anschluss zu finden bei den Jüngern in Jerusalem, aber sie fürchteten sich vor ihm. Warum? Weil sie ihn noch kannten, den Saulus vor seiner Bekehrung. Und dann heißt es dort, aber Barnabas nahm sich seiner an. Kleine, wenige Worte, die doch eine große Bedeutung im Leben des Saulus hatten. Barnabas hatte Saulus in Damaskus erlebt. Er hatte gehört oder gesehen, wie Saulus freimütig von dem Herrn Jesus geredet hatte und er bringt ihn zu den Aposteln. Wie schön für den Saulus, dass da jemand war, der sich um ihn kümmerte. Heute haben wir 13 Briefe des Apostel Paulus. Er war wahrscheinlich der größte Missionar der Kirchengeschichte. Und das alles, rein menschlich gesprochen, weil es einen Barnabas gab. Barnabas wirkte weiterhin in Jerusalem und in Antiochien kam aber auch eine Gemeinde zustande. Und dort waren Juden und auch Leute aus den Nationen, die den Herrn Jesus liebgewannen und ihm nachfolgten. Und dann sandten die Jerusalemer den Barnabas aus nach Antiochien. Er sollte dort mal nach dem Rechten schauen. Und sie konnten keinen besseren Mann finden dafür. Als Barnabas dann nach Antiochien kam und sah, wie diese Brüder und diese Geschwister miteinander lebten, Juden und Menschen aus den Nationen, und den Herrn Jesus lieb hatten, freute er sich, als er die Gnade Gottes sah. So heißt es dort. Er erkannte aber auch schnell, dass er Hilfe brauchte. Und so machte er sich auf die Suche nach dem Saulus. Er fand ihn in Tarsus und sie beide kehrten zurück und lehrten dort ein Jahr. Und in der Bibel steht dann in Apostelgeschichte 11, dass in Antiochien zuerst die Jünger Christen genannt wurden. Schön, dass man erkennen konnte, dass sie Christus lebten. Wie schön wäre das, wenn man das von uns, wenn man das von mir auch sagen könnte. Barnabas war nun mit Saulus in Antiochien und hörte, dass die Jerusalemer Gemeinde notlitt und sie wurden aufgefordert von der antiochischen Gemeinde, den Jerusalemern zu helfen und brachten ihn dann
in irgendeiner Weise Hilfeleistung, wahrscheinlich ja Geld, und zogen so aus nach Jerusalem, um den Brüdern dort zu helfen. Und so waren sie in Jerusalem und wir lesen, dass das Wort Gottes wuchs und sich mehrte, dass Menschen zum Glauben kamen, und nach einer Zeit gingen sie wieder zurück, wurden nach Antiochien gesandt, nahmen den Markus noch mit, und dann heißt es in der Apostelgeschichte, dass der Heilige Geist sie aussandte zum Dienst. Und wir haben beim letzten Mal von dieser ersten Missionsreise gehört. Wir haben auch gesehen, wie Paulus mehr und mehr das Heft in die Hand nahm, wie Barnabas mehr in das zweite Glied zurückging. Aber wir lesen nichts, dass Barnabas das schwer gefallen wäre, dass er gekränkt war oder verletzt, sondern wir haben einfach gesehen, wie Barnabas Freude anscheinend daran hatte, dass der Saulus, der zum Paulus wurde, auch in Apostelgeschichte 13, wie er aufblühte. Und wir haben beim letzten Mal auch den Vers gehört von Johannes dem Täufer, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das sagte Johannes der Täufer von dem Herrn Jesus. Und der Barnabas hatte das scheinbar auch verinnerlicht. Und jetzt kommen wir zur Apostelgeschichte 15, dem heutigen Text, den wir uns anschauen wollen. Und Barnabas und Paulus waren auch hier sehr aktiv. Es kam nämlich dazu, dass ein Konflikt entstand, eine Auseinandersetzung entstand, weil einige aus Judäa herabkamen nach Antiochien und die Brüder lehrten, dass sie nur errettet werden konnten, wenn sie auch beschnitten würden. Also Heidenchristen, die aus den Nationen zum Glauben gekommen waren, sollten sich beschneiden lassen. Und Paulus und Barnabas waren damit auf gar keinen Fall einverstanden, weil die Evangelien und der Herr Jesus etwas ganz anderes gelehrt hatten. Allein der Glaube an den Herrn Jesus Christus als seinen persönlichen Herrn und Retter genügt. Und so wurden sie zurückgeschickt nach Jerusalem und berieten über diese Streitfrage. Petrus stand auf und gab seine Sicht zum Besten. Und Barnabas und Paulus erzählten ebenfalls, wie viel Zeichen und Wunder Gott getan hatte und unter den Nationen und das Wort Gottes dadurch auch gewachsen war. Und nachdem sie ausgeredet hatten, also Paulus und Barnabas, fasste Jakobus das noch einmal zusammen und sie kamen zu einem einmütigen Beschluss, den sie aufschrieben und Barnabas und Paulus mit auf den Weg gaben nach Antiochien, um ihn dort der Menge vorzulesen. Und das Ergebnis war, dass sie sich freuten, das lesen wir in Vers 31 am Ende, über den Trost, den sie bekamen. Eine einmütige Entscheidung wurde getroffen durch Petrus, Barnabas und Paulus und auch den Jakobus. Wie schön. Und Paulus und Barnabas verweilten in Antiochien und lehrten und verkündigten mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Und dann kommen wir zu unserem Abschnitt, die Verse 36 und 41 in Apostelgeschichte 15. Nach einigen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas: Lasst uns nun zurückkehren und in jeder Stadt, in der wir das Wort des Herrn verkündigt haben, die Brüder besuchen und sehen, wie es ihnen geht. Barnabas aber wollte auch Johannes, genannt Markus, mitnehmen. Paulus aber hielt es für recht, den nicht mitzunehmen, der sich in Pamphylien von ihnen getrennt hatte und nicht mit ihnen zu dem Werk gegangen war. Es entstand aber eine Erbitterung, so dass sie sich voneinander trennten. Und Barnabas, den Markus mitnahm und nach Zypern absegelte, Paulus aber erwählte sich Silas und zog aus von den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen. Er durchzog aber Syrien und Silizien und befestigte die Versammlungen. Hier lesen wir in Vers 36, was das Anliegen des Apostel Paulus war, als er zu Barnabas spricht, nämlich, dass sie in jede Stadt zurückgingen, in der sie in der ersten Missionsreise gewesen waren. Paulus wollte die Versammlungen befestigen, sie besuchen, schauen, was aus den Geschwistern geworden ist, sie stärken, trösten, ermuntern, ermahnen.
und einfach auch Gemeinschaft mit ihnen haben. Und in Vers 37 lesen wir, was Barnabas wollte. Er wollte auch den Johannes Markus mitnehmen, der sie bei der ersten Missionsreise in Perge, in Pamphylien, das lesen wir in Apostelgeschichte 13, Vers 13, verlassen hatte. Und darüber kam es dann zu einer Auseinandersetzung. Paulus hatte mehr den Dienst im Blick und hatte erlebt, wie Markus, ja, wie auf ihn kein Verlass war, höchstwahrscheinlich aus seiner Sicht, wie er sie verlassen hatte und er nicht treu zu diesem Dienst gestanden hatte. Das wirkte bei dem Apostel Paulus nach. Das lesen wir in Vers 38. Paulus aber hielt es für recht, den nicht mitzunehmen, der sich in Pamphylien von ihnen getrennt hatte und nicht mit ihnen zu dem Werk gegangen war. Und in Vers 39 lesen wir dann, dass eine Erbitterung entstand. Es entstand aber eine Erbitterung, so dass sie sich voneinander trennten. Schade, nach einer einmütigen Entscheidung trennen sich zwei Brüder, die den Herrn Jesus lieb hatten, die voll Heiligen Geistes waren, die schon so viel miteinander erlebt hatten. Auch da kann es passieren, dass man sich trennt und dass man sich streitet. Die Frage stellt sich natürlich, wer von den beiden hatte Recht? Ich glaube, dass beide Recht hatten mit ihrer Sicht, aber beide auch im Unrecht waren. Es hätte nicht zu dieser Erbitterung kommen müssen. Der Paulus hatte mehr den Dienst im Blick und er wollte treue Gefährten haben. Er wählte sich ja dann den Silas. Und der Barnabas hatte den Markus im Blick. Wir lesen in Kolosser 4, dass er auch mit ihm verwandt war, dass er sein Neffe war. Aber ich denke nicht, dass es hier die Familienbande war, die Barnabas bewegte. Ich glaube, dass ähnlich wie bei dem Saulus, der Barnabas einen Blick hatte für das, was aus dem Markus eventuell werden konnte, wenn die Gaben bei ihm angesprochen werden, wenn er sich bewähren kann und wenn man mit dem Markus zusammenarbeitet. Aber jedenfalls trennen sie sich hier. Der Paulus erwählt sich den Silas, er wird von den Brüdern noch der Gnade Gottes anbefohlen und dann geht Paulus und Silas den Landweg und Barnabas und Markus fahren mit dem Schiff nach Zypern zu der Insel, von der Barnabas auch stammt. Und eins können wir hier schon sehen, dass Gott über den Dingen steht, dass Gott zu seinem Ziel kommt. Statt einem Missionsteam hat er nur zwei Missionsteams, die von beiden Seiten noch einmal, wenn ihr so wollt, die erste Missionsreise nachempfinden und Gemeinden besuchen und dem Herrn treu dienen. Zum anderen sehen wir aber auch die Erbitterung. Aber wir sehen auch in den Briefen nachher, dass es nicht dabei geblieben ist. Der Paulus erwähnt in 1. Korinther 9, Vers 6 den Barnabas noch einmal und ganz ohne irgendwelchen Groll. Und auch in Galater sehen wir, in Galater 2, dass der Paulus zwar den Barnabas dort ermahnt, aber gleichzeitig auch ein Lob in seinen Tadeln mitverpackt hat. Das ist die Geschichte, wo Kephas, also der Apostel Petrus, nach Antiochien kommt, zuerst mit den Judenchristen und auch mit denen aus den Nationen, die zum Glauben gekommen sind, Gemeinschaft hat und mit ihnen isst. Dann kommen welche von dem Jakobus, höchstwahrscheinlich aus Jerusalem, höchstwahrscheinlich Juden. Er sieht sich mit ihnen zurück und isst nur noch mit den Juden. Und Paulus sagt, das geht so nicht, das ist Heuchelei. Er widersteht dem Petrus da ins Angesicht. Wir lesen hier Galater 2, die Verse 11 bis 13. Als aber Kephas nach Antiochien kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er dem Urteil verfallen war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den Nationen gegessen. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Der Apostel Petrus fürchtete sich vor der Beschneidung, also aus denen vor der Beschneidung, also vor den Juden, und wollte da keinen Anstoß erregen. Aber wir wissen aus den Briefen, und das wusste Petrus auch, dass Gott die Person nicht ansieht. Das sagt er selbst in Apostelgeschichte 10. Und dass Gott eins gemacht hat,
Juden, die zum Glauben kommen, und auch Leute aus den Nationen. Und dann heißt es hier weiter in Vers 13, und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, so dass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Auch hier irren wieder zwei, nämlich der Barnabas noch einmal und der Apostel Petrus. Interessanterweise kann das auch so einen treffen wie den Apostel Petrus, dass er sich irrt. Wenn man dann überlegt, dass die katholische Kirche die Nachfolger des Apostel Petrus als unfehlbar darstellt, dann muss man sagen, der Apostel Petrus war es nicht. Aber auch da erwähnt der Apostel Petrus den Apostel Paulus als seinen geliebten Bruder in einem seiner Briefe. Auch hier versöhnen sie sich. Und wir sehen hier auch, dass, wenn er von Barnabas spricht, ihn zwar tadelt, aber das Tadel auch noch mit einem Lob verbindet. Hier heißt es nämlich, so dass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. So nach dem Motto, von Barnabas hätte ich das nicht erwartet. Ich habe so eine hohe Meinung von ihm. Ich habe so viel mit ihm erlebt. Das ist ja auch noch ein Lob versteckt in einem Tadel. Wenn wir dann weiter über die Apostelgeschichte 15 nachdenken und sehen, Paulus und Barnabas haben sich gestritten, aber auch wieder versöhnt. Und dann darüber nachdenken, warum ist es dem Barnabas so wichtig, dass er den Markus mitnimmt und sich um den Markus kümmert und er es auch zu einem Streit kommen lässt. Dann wird er vielleicht manches Mal darüber nachgedacht haben und gedacht haben, naja, zu einem Streit hätte es nicht unbedingt kommen müssen. Aber Markus war ihm wichtig, trotz seines Fehlers. Und wenn wir sehen, was aus dem Markus geworden ist, dann hatte Barnabas recht. Der Markus war derjenige, der das Evangelium schrieb, das Markus-Evangelium. Und dort berichtet er von dem Herrn Jesus Christus als den Diener. Und Markus war ebenfalls nützlich zum Dienst. Schön ist es, dass auch der Apostel Paulus am Ende seines Lebens, aber auch schon vorher, positiv von Markus spricht und das erkannt hat. In 2. Timotheus 4, also in den letzten Tagen des Apostel Paulus, da schreibt der Apostel Paulus dem Timotheus in Vers 11, nimm Markus und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Vielleicht hat der Apostel Paulus hier geschmunzelt und gedacht, damals habe ich mich gestritten mit dem Barnabas um den Markus. Jetzt schreibe ich, der Markus ist mir nützlich zum Dienst. Und auch hier hatte der Barnabas einen Anteil daran, dass der Markus nützlich wurde zum Dienst. Davon bin ich überzeugt. Wie ist das nun mit uns? Wie ist das mit der zweiten Chance? Wie ist das mit Menschen, die sich an uns in irgendeiner Form, die an uns schuldig geworden sind oder die etwas nicht so gut gemacht haben, wie wir es gerne hätten? Wie gehen wir mit ihnen um? Sagen wir, das kann derjenige nicht und er ist bei uns in der Schublade drin und aus der kommt er auch nicht mehr raus? Oder sind wir ähnlich wie Barnabas und versuchen es nochmal? Haben wir einen Blick dafür, wo vielleicht Gaben liegen bei einem Menschen und geben ihm eine zweite oder dritte oder vierte Chance? Der Barnabas hat das getan und uns tut das auch gut, wenn wir das tun. Ob das in der Ehe ist, wo wir aneinander schuldig werden, ob das bei unseren Kindern ist, auch die machen Fehler. Und es ist wichtig, dass wir wieder auf sie zugehen, sie fördern, ihnen Mut machen, sie tadeln, aber uns ihnen wieder zuwenden. Das war dem Wilhelm Busch so wichtig bei der anfänglichen Geschichte. Wie schlimm war das für ihn, dass der Französischlehrer sich nicht mehr um ihn kümmerte und ihn wie Luft behandelte. Das wollte er nicht. Und wie schlimm ist das für uns, wenn wir das merken? Und wie gehen wir, wenn wir nur mal an unsere Kinder denken, in gewissen Situationen auch mit ihnen um? Was machen wir, wenn zum Beispiel, wenn wir unseren Kindern das Fahrradfahren beibringen, da habe ich jetzt gerade dran gedacht,
Da tun wir einen Tag oder vielleicht auch zwei Tage investieren in unsere Kinder und setzen sie aufs Rad, laufen neben ihnen her, schieben sie an. Und der Sturz, der ist vorhersehbar, das wird passieren. Was machen wir dann? Dann sagen wir nicht, du kannst das nicht, und das wird er nie lernen, und stopfen ihn in eine Schublade und sagen, Fahrradfahren kann er nicht oder kann sie nicht, sondern wir nehmen in den Arm, wir trösten, wir bauen auf und wir versuchen es immer wieder. Am Tagesende sind wir dann müde, aber das Kind hat Fahrradfahren gelernt und wir freuen uns, haben es aufgenommen mit der Kamera und wir sind dran geblieben, obwohl viele Stürze da waren und auch noch Stürze kommen werden. Und einmal, was uns bewegt, ist doch die Liebe zu unserem Kind, zum Noah zum Beispiel bei mir, dass ich mir sage, ich möchte, dass der Fahrradfahren lernt und er wird das lernen und ich habe ihn lieb und ich will das Beste für ihn und Fahrradfahren ist gut für ihn. Und zum anderen weiß ich aber auch, dass er das Fahrradfahren lernen kann, weil das von uns jeder gelernt hat. Also da ist ein Ziel, das, was man dem Kind auch steckt, dem Noah, das ich dem Noah gesteckt habe, und was er erreichen kann. Und der Barnabas hat das in ähnlicher Weise gesehen. Und das fand ich schön bei dem Markus. Der hat etwas in dem Markus gesehen, was der Apostel Paulus nicht gesehen hat. Und wie wäre das, wenn wir Menschen sehen könnten mit den Augen unseres Herrn? Und jetzt sagt er vielleicht unmöglich. Aber wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, wenn wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen, wenn wir in seinem Wort forschen, wenn wir schauen, wie er gelebt hat, dann verspricht uns Gottes Wort, dass wir ihm ähnlicher werden. Und das bedeutet auch, dass wir Menschen tatsächlich auch sehen können, wie Jesus sie sah. Und ich wurde erinnert an eine Geschichte aus dem Alten Testament mit Samuel und dem Hause Isai, als Saul noch König war, er aber von Gott den Auftrag bekam, einen von den Söhnen Isais zum König zu salben. Und dann kam der Eliab. Und er war anscheinend ja schön vom Aussehen her, das steht in 1. Samuel 16. Und der Samuel denkt so bei sich, der ist es, der muss es sein. Und dann sagt Gott Folgendes zu ihm. Wir können das lesen in 1. Samuel 16, Vers 7 oder auch Vers 6. Und es geschah, als sie kamen, also kamen die Söhne von dem Isai, sah er Eliab und sprach, gewiss vor dem Herrn ist sein Gesalbter. Aber der Herr sprach zu Samuel, blicke nicht auf sein Aussehen und auf die Höhe seines Wuchses, denn ich habe ihn verworfen. Gott hatte ihn verworfen, obwohl er groß war, schön von Aussehen, ähnlich wie der Saul, wo der Samuel gedacht hat, der ist es. Und Gott muss ihm sagen, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das Äußere, aber der Herr sieht auf das Herz. Wie schön wäre das, wenn wir bei Kollegen, bei Freunden, in der Familie, in der Ehe auch auf das Herz schauen könnten und uns Menschen zuwenden könnten, auch wenn sie uns verletzt haben und ihnen wieder eine Chance geben und sie nicht in eine Schublade stecken und sagen, das geht bei dem gar nicht. Und sicher ist es so, dass wir unterschiedliche Gaben haben und der eine das eine besser kann als der andere. Und trotzdem bedeutet das ja nicht, dass man sagen muss, das macht bloß nicht wieder, sondern dass man auch daran arbeitet und dass man an seinen Gaben arbeitet. Und dafür brauchen wir einen Blick und eine enge Beziehung zu unserem Herrn. Der Barnabas hat das mit dem Markus gemacht. Der Apostel Paulus konnte am Ende seines Lebens schreiben, bring bitte den Markus mit, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Der Markus hat das Markus-Evangelium geschrieben, weil Barnabas darauf bestanden hat, mit ihm zu gehen. Ich denke, das war ein wichtiges Mosaiksteinchen im Leben des Johannes Markus. Und vielleicht hast du oder auch du den ein oder anderen Mosaikstein auch schon gelegt bekommen und hast das erlebt, wie schön das ist,
wenn man, obwohl man einen Fehler gemacht hat, es noch einmal probieren darf. Wie schön ist das? Und ich musste an unseren Herrn Jesus denken, weil ich glaube, dass der Barnabas den Herrn Jesus im Blick hatte. Stellt euch mal vor, der Herr Jesus hätte beim ersten Fehler des Apostel Petrus, des Jünger Petrus damals, gesagt, vielleicht lag ich falsch, auf den Petrus kann man doch nicht die Gemeinde bauen. Das hat der Herr Jesus nicht gemacht. Der Herr Jesus hat lange gebetet, lange gerungen, wen er zu seinen Jüngern macht. Und er wusste beim ersten Mal, weil er auch der Sohn Gottes war, er war wahrer Mensch und wahrer Gott, er wusste beim ersten Mal, auf dem Petrus will ich meine Gemeinde bauen, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und wenn wir dann sehen, wenn der Herr Jesus auf den See geht, auf dem Wasser geht und Petrus sagt, darf ich zu dir kommen und heraussteigt und ebenfalls zu dem Herrn geht. Das ist eine Geschichte, die ich so schön finde, weil ich den Mut von dem Petrus da bewundere, weil ich auch gerne mal auf dem Wasser laufen würde wahrscheinlich, wie der auf den Herrn Jesus blickt und dann kommen die Wellen und er sieht auf die Wellen und er geht unter und er ruft, Herr, hilf! Und sogleich, heißt es da, streckt der Herr Jesus seine Hand aus und hilft dem Petrus wieder. Und wenn ihr dann mal euch überlegt, wie ist der Petrus wieder zurück ins Boot gekommen? Ich glaube nicht, dass der Herr Jesus den getragen hat. Der Petrus wird zurückgelaufen sein übers Wasser mit dem Herrn Jesus. Zusammen sind sie dann ins Boot gestiegen. Der Herr Jesus hat den Petrus nicht fallen gelassen. Er hat ihm geholfen, wo immer es nötig war. Er hat ihn auch nicht im Stich gelassen bei der Situation in Galater 2, die wir gesehen haben, wo der Petrus ja geheuchelt hat. Er hat ihm da den Apostel Paulus zur Seite gestellt, der ihm ins Gewissen geredet hat. Und er hat ihn auch nicht im Stich gelassen, als er den Herrn Jesus verleugnet hat, sondern er hat sich ihn zu sich genommen am See Genezareth und hat gefragt, hast du mich lieb? Und der Apostel Petrus wurde dadurch ermutigt, erbaut. Der Herr Jesus hat für ihn gebetet. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und sagt ihm dann, wenn du einst umgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Und das konnte der Petrus. Er konnte die Brüder stärken. Wir werden erst im Himmel einmal erfahren, wie wichtig das vielleicht war, dem einen oder anderen nochmal eine zweite, dritte, vierte, fünfte Chance zu geben. Aber es ist gut, wenn wir dafür einen Blick entwickeln und wenn wir das tun und damit unserem Herrn Jesus ähnlicher werden, so wie der Barnabas diesen Blick hatte für den Markus und der Apostel Paulus selbst sagen musste, Ende seines Lebens, bring ihn mit, diesen Markus, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Und in Galater 6, und damit möchte ich schließen, heißt es, Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen wieder zurecht. Das ist unsere Aufgabe. Das wünsche ich uns in der kommenden Woche, dass wir uns Menschen wieder zuwenden, die vielleicht an uns einen Fehler gemacht haben oder die Fehler überhaupt begangen haben und sie nicht im Stich lassen, ihnen helfen, so wie der Herr Jesus dem Petrus geholfen hat und der Barnabas dem Markus. Amen.